Alter, was geht ab, Leute? Hier. Smashburger Time. Brandneuer Smashburger Food Truck hinter mir. Muss natürlich getestet werden. Habe ich im Visier. Haben mir auch schon ein paar geschrieben, ey, yo, hier hat ein neuer aufgemacht. Check den bitte mal ab. Das ist so eine Area. Ja, Food Truck Area würde ich mal nennen. Oh, Mystery Box. Okay, ihr seht gar nichts. Auf jeden Fall ist hier Babas Döner von Massiv. Haben wir schon abgecheckt. Das letzte Mal, wo wir hier waren, war hier noch kein anderer Stand. Aber es war geplant, dass hier mehr Foodtrucks hinkommen. Und jetzt sind hier ein paar. Unter anderem der hier. Halla, Leute. Schauen wir mal. Sieht aber gut aus hier. Wir gehen rein. Ist gut. Gute Kruste. Zuschauer. Wie lange seid ihr schon hier? Ich stehe da gerade. Ja, schon lange. Warst du nicht da? Ich war nicht da, ja? Ja, nicht viele wissen. Noch nicht. Inshallah. Ja, letztes Mal, wo ich den getestet habe, da hatte die ja noch nicht offen. War ich hier für den? Also der hieß davor an, dass ich den Kindern. Ach so. Ah, okay. Aber ich habe dich mal gesehen, glaube ich. Du hast auch nachgefunden. Kann sein, ja. Wo bist du? Meistens sogar bei TikTok oder Instagram? Beides. TikTok, Instagram und YouTube. Wie viele Follower hast du? Noch nicht so viele. 4.000, 6.000 und 30.000 YouTube. Erwähnenswert ist halt Halal und alles machen die selber. Soße, also Polaner natürlich, Geschichten, er sagt es so, können wir es überprüfen? Nein, aber wir glauben ihm. Soßen, Nuggets, ja, war lecker, war ein sehr guter Burger. Oberes Mittelfeld bis unteres Top, auf jeden Fall. Burger hat ziemlich sehr nach Royal TS geschmeckt. Jetzt meinen ein paar, ja, das ist aber kein guter Vergleich oder kein Kompliment, aber für mich schon, weil ich feiere Royal TS. War auch nett, also ging gerade auf ihn, aber wir haben nichts ausgemacht oder so, sondern wir haben halt gequatscht und dann meinte er, ja, wir wollen ein bisschen bekannter werden, irgendwie geht das noch voll unter hier, aber ey, was ist da los? Aber an sich ist der Burger ja gut und ja, ist neu, wollen halt langsam das alles ankurbeln. Ich kann gerne wiederkommen, dann machen wir ein größeres Video und so. Machen wir auch, wo wir uns ein bisschen durch die Karte testen. Ja, ein paar Tage später, wir sind wieder bei Sam's. Er wollte ja, dass wir alles mal durchprobieren, also alles, einige Sachen, weil er legt sehr viel Wert drauf, alles selber zu machen. Es ist Halal. Die Jungs sind am Start, damit wir so viel wie möglich testen können. Jo. Geht ab, Mann. Geht ab. Chef, gestern arbeiten, Leute. Das war eine fette Bestellung von uns. Tati hat bereits die wichtigen Fragen, Leute. Ja, wie lange er hier ist. Warte. Bruder, wie lange bist du schon hier? 8 Monate. 8 Monate, Leute. 8 Monate. Du warst noch nicht da. Ach so. Wer, ich? Ja. Ja, ich wohne auch, ich wohne auch ganz woanders. Wo? Bruder, ich wohne in Messestadt. Du machst ja alles selber, oder? Alles. Und, aber wo macht ihr das dann? Das ist ja nicht hier dann. Hier. Oh, krass. Anscheinend sind die drei Läden hier schon dicht, Leute.
Nur der Smashburger und der Massiv von Baba Stöner von Massiv ist noch am Start. Die anderen haben es nicht überlebt. Ist das ein Rapper? Ja, Massiv. Wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Und Shisha-Tabak. Ich kenne mich nur aus damit. Gott verdammt, Leute. Du hast deinen Tabak selbst schon mal geraucht, Tati. Echt jetzt? Ja, safe. Aber oh, was läuft mehr? Liefern oder Laufkundschaft? Laufkundschaft ist alles. Aber ist auch hier mehr Laufkundschaft? Ja? Wieso haben dann die Licht gemacht, wenn hier Laufkundschaft gut ist? Du machst alles aus. Ja, weil wahrscheinlich die Leute sowas nicht essen. Also da ein Burger ist, glaube ich, oder ein Döner, ein Burger ist immer lieber als. Aber ich hätte schon Bock auf so einen Spieß. Ja, ich tue ja auch Bock, Leute, ganz ehrlich. Ich glaube, nur hier noch ein bisschen Werbung, wenn es schmeckt. Ich war schon hier, es hat, es schmeckt. Da warst du schon hier. So haben wir uns ja kennengelernt, für meinen Smashburger-Test habe ich. Ach so. Da meinte er, es soll nochmal kommen für großen Test. Ich habe ja nur einen Burger gegessen. Ach so. Ich habe keinen Nuggets gegessen, ich habe die Smashburger nicht gegessen. Aber wir haben jetzt Power, Leute, wir haben Kraft. Ich habe letztens einen Laden zerstört. Also positiv zerstört. In Stuttgart. Ich war dort. TikTok ist krass abgegangen, 500.000 Klicks. Er schreibt mir so, Bruder, du hast uns komplett gefickt. Alles leer verkauft. Da kommt noch was, Leute, aber es ist kalt. Wir legen schon mal los. Chef, hast du ein Messer für uns? Der Bruder hat große Pläne. Er will dich hier verdrängen. Willst du den erstmal einzeln oder mit der Soße gleich? Erstmal pur, Digga. Immer pur. Ich glaube, es war ein bisschen überfordert dran. Weil er so viel machen musste. Aber die sind zu lang frittiert. Genau, hat er aber auch gesagt. Hat er gesagt, oder? Hat er gesagt, ja. Die waren jetzt dick, deswegen sind sie auch ein bisschen trocken. Ja. Ja. Er hat aber auch gesagt, die waren jetzt aber nicht so lange drin. Ja, die sind aber selbst gemacht. Die sind, ja. Das schaut gut aus. Ich check erstmal meinen Chicken. Instagram, TikTok, YouTube, alles, Bruder. Alles, Bruder. Ah, voll das Paket kriegt er. Okay, der Halloumi-Burger. Jetzt hier dran, Leute. Okay. Okay, ich finde den geil. Zwiebeln sind geil. Die Zwiebeln, genau, wollte ich gerade sagen. Die Zwiebeln in Kombination mit der Halloumi und dieser Mayo-Soße. Mhm. Sehr geil. Also falls man eine vegetarische Variante haben möchte, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute. Boah. Ist das unser, oder? Das ist deiner hier, Jimmy. Ja. Wohl ist auch geil, ja. Halloumi. Der ist geil. Ich würde sogar einen Burger bestellen mit extra Halloumi oben drauf. Das würde sicher willkommen. Ich glaube, dieselbe Masse wie das hier. Wie diese Nuggets. Ja, auf jeden Fall sowas. Ja. Vom Chicken nicht das Beste, was ich bisher hatte. Aber es ist gut auf jeden Fall. Das, was es so krass macht, die Zwiebeln sind hier sehr, sehr geil. Die Zwiebeln waren echt gut, ja. Chicken Burger ist stabil, ist normal, ist gut. Ja, kann man nicht sagen. Soße lecker, Zwiebel lecker. Er hat sich gefreut. Also die Zwiebeln und die Soße ist echt sehr geil hier. Das Brot auch. Mhm. Triple Cheese. Das ist schon fein. Das ist Chili Cheese, gell? Triple Cheese. Also es ist auf jeden Fall sehr gut. Ich versuche nur die Geschmacksrichtungen gerade. Was für Geschmacksrichtungen? Fleisch und Käse? Fleisch, Käse, aber krass. Mhm. Ich muss ehrlich sagen,
Der Fleischgeschmack ist intensiver vom Rind her, gell? Total, Mann. Genau. Hat er ja gesagt. Das ist das, was ich immer vermisse bei vielen Burger oder bei vielen Fleisch. Oh, okay. Dass das Fleisch einen Eigengeschmack hat. Also wirklich. Es ist auch nicht so krass gesalzen, wenn überhaupt gesalzen. Bin mir nicht ganz sicher. Aber dieses Fleisch hat einen krassen Eigengeschmack. Und das ist das, was mich ja beim Burgermeister immer so fasziniert hat. Und das kommt ganz, ganz nah dran. Und Fleisch. Wow. Und Fleisch ja auf jeden wow. Fall. Wirklich. Der Fleischgeschmack ist krass, Mann. Das ist wirklich, also man schmeckt das Fleisch. Das ist gut, Mann. Das ist das, was mir immer gefehlt hat bei vielen Burgern. Hat geil gesmashed. Sehr gut gesmashed, der Störer. Schön knusprig am Rand. Guck mal, knusprig. Alles gut. Und? Deine Zwiebeln sind geil. Ja. Aha. Sind richtig geil. Ja. Du bist so weit weg, Bruder. Schaut mal hier, Leute. Sehr geile Kruste. Sehr gutes Aroma. Der schmeckt besser, als wo ich das erste Mal hier war. Der war geil, oder ist geil, aber warum Soße oben drauf, Mann? Voll die Sauerei. Aber ich finde es gut. Das Fleisch ist sehr gut, der Cheese war sehr gut. Also das Fleisch war sehr geil. Deine Zwiebeln, ich weiß nicht. Zwiebeln sind Bombe, das ist das da hier. Ja. Ja. Krass, ja. Den musst du so lassen, das musst du immer so behalten, ja. Diese Qualität, ja. Es gibt noch einen Burger, Leute. Anscheinend sind Pilze sehr beliebt. Champignons. Mal auf, ja, genau. Kann ich nicht verstehen, aber okay, wir testen ihn trotzdem. Zieh dich halt mal an, Alter. Zeig, was du gelernt hast jetzt in der ganzen... In der ganzen Burger-Phase. Nicht nur, er schneidet immer, er ist unser Schneider. Ey, wir haben jetzt einen neuen Trick, Alter. Ein Stückchen abschneiden und das andere nur halbieren, Alter. Neue Technik! Oh mein Gott, das haben wir erst bei Level 10 gelernt. Ja, aber echt, Mann. Die hätten wir früher lernen müssen. Da, wo wir auf die Pässe waren, das war echt scheiße, Mann. Ja, Mann, da hätten wir es gebraucht. Da hätten wir es gebraucht, Alter. Okay, Jungs, nimm's. Fleisch ist halt endgeil, Mann. Mm. Okay. Burger ist krass, Mann. Also allgemein Burger ist krass. Schön cremig mit dem Käse. Gut, ne? Das ist schon ein geiles Teil. Magst du das Ambiance? Geht so. Mit dem Schaden ist ein bisschen erdig, noch ja, genau. So erdige Note. Passt gut zusammen. Passt echt gut zusammen. Und das Geile ist mit diesen geilen Zwiebeln, Mann. Mhm. Viel zu krass. Ich mag meinen Burger mit nicht zu viel Schnickschnack. Ja, ich nehme mir noch ein bisschen Käse, Alter. Kruste. Oh, das Champignon ist geil. Ist geil, ja? Das ist auch so ein bisschen knusprig. Er macht halt alles mit frischen Zutaten, deswegen ist es geil, Mann. Das macht schon echt einen Unterschied. Ja, aber nur so gewinnst du, Alter. Ja. Qualität wird Sieger. Qualität siegt immer, Mann. Aber der Burger ist echt gut, Mann. Ne? Ja, krass. Der ist krass. Ja. Vor allem, wir essen den auch noch direkt heiß. Ja, Mann, das ist noch das. Nochmal andere Sieger. Ich würde sogar sagen, der löst vielleicht mal den Triple Cheese auf Platz 1 ab. Weil das mit dem Champignons hat echt was, Mann. Das ist ja. So... Bam, Alter. Überraschend, ja. Pilze, Leute. Pilze. Oh mein Gott, Insider. Bruder, der Pilzburger ist krass. Der ist echt krass. Der ist krass. Der ist wirklich gut. Das ist meine neue Nummer 1. Der ist krass. Gut, dass wir den noch getestet haben. Ja, also ich bin derjenige, der ihn mithalten, Mann. Der war echt krass. Aber echt, Mann. Wenn ihr mal was ausgefallenes haben wollt, man isst den Champignon-Burger, Mann.
mit Champignons. Echt gut. Ja. Kombo ist geil, Mann. Ja. Auch nicht so viel Schnickschnack drauf. Keine Tomaten, kein Salat, weißt du? Wirklich Burger, Soße, kalorisierte Zwiebeln, geiles Fleisch. Nochmal in die Kamera. Ich bin positiv überrascht, der Laden echt super. Kommt hierher, probiert ihn. Richtig lecker, Mann. Wirklich. Passt alles. Fleisch geil, Zwiebeln geil, Champignons geil. Champignons geil. Alumi geil. Testet mal einfach mal einen Burger, einen Smash-Burger mit Champignons, Mann. Die gegrillten Champignons. Aber eine Frage an euch, okay? Ja. Yo. Also bei Tati weiß ich ja, er glaubt an etwas. Ja. Ich hab die auf Essen for Free bekommen, weil ich war in Not. Die haben keinen Cash genommen, ich hatte nur Karte, also die haben keine Karte genommen, ich hatte nur Cash. Nochmal, ich war in Not. Die haben nur Cash genommen, ich hatte aber nur Karte und keine Karte haben die genommen. Okay. Und die waren so nett zu mir und haben gesagt, Bruder, komm vorbei, kein Problem, alles. Der Laden, wo ich aber normal gezahlt habe, weil die Karte genommen haben, den Laden fand ich am besten. Habe ich im Video auch so gesagt, krasser Burger, krank und so. Video ist total gefloppt. Die nett zu mir waren, denen ich sozusagen was schulde, Video ist abnormal abgegangen. Und ich habe die nicht mal gehypt. Ich habe ganz normal gesagt, hey, hier, stabiler Burger, hier, guter Burger. Nicht mal übertrieben habe ich es. Ganz normal gesagt. Und die sind abgegangen wie noch was. Okay. Ja. Meinst du, das spielt Karma eine Rolle? Natürlich. Ja? Ja. Ja, glaube ich auch. Ich glaube da 100%. Ich glaube auch. 100%. Ja. Weil wenn du etwas gibst. Wir wurden dafür belohnt. Wenn du was gibst, kriegst du immer zurück. Mann. Ja, finde ich auch. Das ist echt so. Weil ich habe nicht gesagt, hey, dieser Burger ist abnormal klasse. So. Ich habe ganz normal gesagt, hey, ist okay, kann man hier machen. Aber trotzdem, Video so. Heißt dann dein Dönerladen Sam's Döner? Gott, Mann. Vielen Dank. Immer umsonst zu essen, oder? Also war mal geil. Kurs geht raus an Sam. Das erste, was Tati und ich gesagt haben, als wir gegangen sind, ey, der Bremen muss ein bisschen runterkommen. Der hat zu viel vor, aber hey, wenn alles klappt, wenn er am Hustlen ist, why not? Solide Burger und Pilz Champignon Burger, starke Überraschung. Das war's von mir und den Jungs und Sam's Smash. Alles halal. Alles selber gemacht. Heißt nicht unbedingt immer alles besser, aber man schmeckt's. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Serious Business und ciao.